So, das Erste, was wir ja machen müssen, ist, wir müssen Sportler anlegen. Ich habe hier schon mal drei Stück von den Finalisten angelegt, weil wir sonst zu lange brauchen. Wir nehmen also einen neuen und das ist dann unser neuer Prominentester, den wir haben, der Oliver Zeidler, the new kid on the block. Zeidler. Der Gute ist geboren 1996. Es ist ein Mann. E-Mail-Adresse habe ich im Moment keine, kann man hier natürlich angeben. Verein ist der Donau. Dons, nee, Donau. Ruderclub Ingolstadt. Spitznamen können wir mal machen. Olli. Ergebnisse könnte er per E-Mail kriegen. Da meckert er hier oben. Ah klar, wenn man eine E-Mail eingibt, muss die natürlich im richtigen Format sein. Das ist natürlich jederzeit editierbar hier, wie zum Beispiel eine Handynummer und so weiter. Das gilt dann zur Kontaktaufnahme bei der Ergebnisübermittlung. So, damit haben wir den Olli angelegt. Als Sportler taucht hier auf. Das Ganze hat aber eben auch noch einen ganz anderen Möglichkeit, diese Verwaltungstätigkeiten hier auf dem Handy sind ja eigentlich ein bisschen blöd. Deshalb könnte man das eben auch vorbereiten. So, hier waren die Anmeldungen von unserer App auf dem PC. Und dann geht es auch schon los. Hier wird das erste Screen, ist der letzte Screen, den ich dort benutzt habe. Wir müssen jetzt die Athleten anlegen, die uns noch fehlen. Lars, Olli, Stefan haben wir. Dann fehlen uns eben die Jungs, die noch am Rennen beteiligt waren. Das ist einmal der Stefan Krüger, der Jahrgang 1988, ist ein Mann. Kontaktdaten lassen wir jetzt mal weg. Der Einfachheit halber, der startet für die Frankfurter RG Germania. Hier könnte man natürlich eben die E-Mail-Adresse anklicken, dass er das Ergebnis per E-Mail kriegt. Geplant ist, dass man das dann irgendwann über WhatsApp oder Signal oder was auch immer verschickt bekommt, um es direkt auf dem Handy zu haben, wenn man die Handynummer entsprechend eintippt. Das ist aber erst eine Entwicklungsversion, den Herrn Piontek. Das geht selbstverständlich dann hoffentlich auch in der Version, dass wir ein Excel-Sheet vorbereiten, uns das importieren, dass wir das also hier nicht alles mühselig eintippern müssen. Und was dann aber auch wieder ein Entwicklungsschritt ist. So, und als letztes dann eben mein eigener Sportler, der Maximilian Frenkel, mein Eigengewächs, der auch in diesem Finale vertreten war. Und der hat natürlich einen Spitznamen, jeder kennt ihn unter Fregel.